Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist die 100-Meter-Hürdensprinterin und Vize-Weltmeisterin aus 2015, Cindy Rohleder. Nachdem Cindy in diesem Jahr erstmals Mutter wurde, ist sie bereits zurück im Training und gibt dabei alles für die Highlights in 2021 und 2022, die Olympischen Spiele und die Europameisterschaften in München. Ich habe mich mit ihr im Interview über die Herausforderungen unterhalten, als junge Mama im Leistungssport aktiv zu sein, über ihr Zeitmanagement, über ihr Side-Project Schnellste Mama auf Instagram, das Reizvolle am Hürdensprint und auch über ihre Vorbilder zu Beginn ihrer Karriere. Als es auf der Anzeigetafel kam, dass ich als Zweite geworden bin, das kann man nicht vergessen. Also es ist eigentlich wie so ein Film, der abläuft. Der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Cindy. Schön, dass ich dabei sein kann. Cindy, meine erste Frage ist eigentlich im Prinzip immer, wie bist du zur Leichtathletik gekommen? Ja, also ich habe mit 8 Jahren mit der Leichtathletik begonnen und es war ein Wettkampf, Jugendtrainiert für Olympia. Ich glaube, den gibt es auch heutzutage noch. Und da war ich in der 3. Klasse, also in der Grundschule, und habe Weitsprung und Hochsprung mitgemacht an dem Tag und habe einfach ganz klassisch einen Zettel in die Hand bekommen mit möchtest du gern mal beim Probetraining dabei sein? Und zu der Zeit habe ich schon Fußball gespielt, aber Leichtathletik hat mich halt auch schon immer begeistert, das schnelle Rennen, Springen, und ich war sowieso ein sehr aktives Kind und da bin ich einfach zum Probetraining mal gegangen und es hat mir direkt Spaß gemacht und ich bin dabei geblieben. Im Prinzip hast du dir dann wahrscheinlich damals gedacht, eine zweite Sportart kann nicht schaden. Ich habe noch genügend Energie, um da auch noch mal am Training vorbeizuschauen. Genau, also ich dachte das schon, aber meine Eltern haben dann irgendwann gesagt, ich sollte mich jetzt doch mal entscheiden, weil zwei Sportarten mit hinfahren und abholen, und das ist halt dann schon mit zwei Eltern, die komplett im Berufsleben selbstständig sind, schon ein bisschen schwierig, und ich habe mich dann für die Leichtathletik entschieden. Wann war das und wie kam es dazu? Also ich habe mich dann relativ schnell, nach einem halben Jahr, habe ich mich für die Leichtathletik entschieden, und ja, das kam einfach dadurch, dass im Fußball war ich die Kleinste, also ich habe zwar in einer Frauenmannschaft dann gespielt, aber die waren deutlich älter, die Mädels, also 4, 5 Jahre älter, und in der Leichtathletik waren die halt genau mein Alter, und das hat einfach besser gepasst und ich habe mich da wohler gefühlt, und als Kind ist es ja nicht, ich könnte vielleicht mal Olympiasiegerin werden oder Medaillen gewinnen, sondern oh, das sind meine Freunde und da macht es mir Spaß und deswegen gehe ich dahin. Also genau. Auch vom Umfeld war es da angenehmer als in der Fußballmannschaft. Genau. Also im Fußball, wie gesagt, waren sie deutlich älter und das ist ja im Kindesalter, wenn ich gerade 8 bin, da sind die 13 gewesen, 14. Ja, das ist ein Riesenunterschied. Genau, und deswegen habe ich mich dann halt schon für die Leichtathletik mehr interessiert, und ja, das waren halt dann auch die Mädels und Jungs, waren einfach in meinem Alter. Ich war in einer Gruppe, wo wir halt gleich alt waren alle. Und wie hast du dann schlussendlich den Weg zu den Hürden gefunden? Also ich habe ja in Chemnitz begonnen und habe auch da ganz klassisch mit Mehrkampftraining angefangen. Also habe viel geworfen, also quasi die komplette Ausbildung bekommen, und es hat sich dann halt herauskristallisiert mit 13, 14, dass ich Sprung- und Sprintbegabt bin und war dann auch in der Sprung- und Sprintgruppe und habe viel Weitsprung noch gemacht. Bei Harry Marusch, wo auch Christine Gierisch trainiert hat, und habe aber auch immer noch die Hürden sehr geliebt und habe viele Wettkämpfe im Hürdensprint bestritten und quasi jede Höhe mitgenommen, von ganz, ganz niedrig mit 8 Jahren bis jetzt zur Frauenhürde. Und mein erster D-Kader, den ich bekommen habe, war im Hürdensprint. Und da merkt man natürlich schon, dass die Hürden mir extrem gelegen haben. Und habe dann lange Mehrkampf, Hürde und halt Weitsprung so als Kombi gemacht.
aber bin dann mit, lass mich lügen, 16 habe ich Hürde und Weitsprung in der Halle gewonnen bei den deutschen Meisterschaften. Und da haben meine Eltern Idris Konchinska angesprochen, zu dem ich dann nach Leipzig gewechselt bin. Genau. Und dann hat sich das alles immer so ein bisschen mehr in die Richtung, in Richtung Hürden entwickelt? Oder war das dann immer noch, bist du dann noch zweigleisig gefahren? Als ich nach Leipzig gegangen bin, bin ich wirklich nur noch Hürden gelaufen. Und ich war ja in einer reinen Hürdensprintgruppe, damals noch mit Willi Matischik, mit Thomas Blaschek, Judith Ritz, die auch wieder deutlich älter als ich waren. Aber mein ganzes Bild hatte sich natürlich verändert. Also ich habe zu denen raufgeschaut und ich wollte natürlich irgendwann genauso schnell wie die laufen. Also das war dann was ganz anderes. Als ich 8 Jahre war, wollte ich Spaß haben und ich bin da hingegangen, weil da meine Freunde waren. Aber mit 16 hat sich das Bild natürlich schon mit einem deutschen Meistertitel verändert sich das Bild dann und die Denkweise und man schaut dann schon ein bisschen zu den Größeren rauf und ich wollte dann immer so schnell laufen wie Judith Ritz, die halt wirklich deutlich älter war und habe mich dann so peu à peu an sie so rangepirscht, genau, im Training. Und das hat mich halt extrem immer motiviert. Das war ja dann auch wirklich eine extrem starke Trainingsgruppe. Ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich viel jetzt nicht nur auch vom Sprinten sich von den anderen abschauen konnte, auch was Wettkampferfahrung angeht und auch das Ganze drumherum. Also, dass du da wahrscheinlich auch schon sehr, sehr viel mitnehmen konntest. Auf jeden Fall. Also ich bin, wie gesagt, mit 16, ich war die Kleinste in der Trainingsgruppe. Der nächstältere war Erik Balnuweit. Und ich war quasi die am wenigsten Erfolg hatte in der Trainingsgruppe. Also ich war quasi das kleinste Licht mit einem deutschen Meistertitel in der Jugend. Und natürlich hat man dann sich Sachen abgeschaut, was das die Wettkampfroutine angeht, aber auch im Training und der Umgang miteinander im Training. Da hatten wir ja auch immer dieses Wettkampfgefühl, wenn wir Starts gemacht haben. Und ja, es war einfach auch viel professioneller. Also auf einmal war Ernährungsberater zur Seite, wir haben mit Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet und sind halt in Trainingslager geflogen nach in die USA, nach Südafrika und das in Chemnitz sind wir auch ins Trainingslager geflogen natürlich, aber das war natürlich was ganz anderes, in die USA zu fliegen und da habe ich auch mit Kelly Wells noch Starts gemacht und ich als quasi kleines Licht mit einer Athletin, die dann später Bronze gewonnen hat bei den Olympischen Spielen. Das war natürlich für mich ein Highlight. Das nimmt man, glaube ich, dann auch als Motivation mit in Trainingseinheiten. Auf jeden Fall. Also ich habe da immer extrem Motivation rausgezogen und mich immer auf die Starts mit ihr gefreut. Natürlich bin ich am Anfang immer hinterhergelaufen, aber ich war als junge Athletin auch schon immer so, dass ich irgendwann halt genauso schnell laufen wollte und wusste, dass ich damit besseren trainieren muss. Aber bei wem trainierst du denn heute? Jetzt trainiere ich bei Wolfgang Kühne und das jetzt schon seit 2013. Habe ich jetzt die letzten Tage drüber nachgedacht, dass ich jetzt echt schon sehr, sehr lange nach Halle fahre, nach Halle Saale, von damals nach Leipzig und jetzt sind wir aufs Land gezogen und ich sitze echt schon lange über die Autobahn am Flughafen Halle Leipzig immer vorbei und und Anna der, mit Lucy Kienast ist auch mit dabei. Genau, Lucy ist jetzt aktuell meine Trainingspartnerin. Sehr junges Talent, da bin ich auch sehr gespannt, was bei ihr noch alles kommt. Und wir trainieren jetzt mittlerweile schon fast ein Jahr zusammen. Also ich natürlich mit der Schwangerschaft erstmal noch pausiert, natürlich. Aber jetzt trainieren wir wieder zusammen und pushen uns im Training gegenseitig. Sie natürlich im Mehrkampftraining. Jetzt aktuell und ich schon eher über die Hürden, weil ich habe eine kleine Tochter zu Hause und das Mehrkampftraining ist schon sehr, sehr intensiv und zeitintensiv. Und da muss man ehrlich zugeben, die Zeit habe ich jetzt nicht mehr. Du hast es ja auch gerade schon angesprochen, du bist Anfang des Jahres das erste Mal Mama geworden. Wie hast du es denn zurück ins Training gefunden? Also nach wie vielen Wochen, Monaten nach der Schwangerschaft hast du deine erste Trainingseinheit wieder absolvieren können? Also ich habe mir nach der Geburt erstmal 10 Tage Ruhe gegönnt und die habe ich auch absolut gebraucht
Und danach habe ich den Beckenboden wieder aufgebaut mit wirklich täglich eine Stunde Stabi und Stabilisation des Körpers. Und habe dann mit leichtem Krafttraining wieder begonnen, erstmal ohne Gewichte, dann die Handelstange genommen. Und bin dann nach 2 Wochen aufs Fahrrad, also kurz nach den 10 Tagen, habe ich gesagt, okay, ich versuche mal, wie sich das Fahrrad anfühlt. Und das hat auch ganz gut funktioniert, habe da Intervalle gemacht. Und nach 4 Wochen bin ich das erste Mal losgejoggt. Und habe dann halt versucht, immer peu à peu das zu steigern. Angefangen von 10 mal einer Minute joggen gehen. Und dann sollte ich einfach mal im Training ein paar lockere Läufe machen. Wir nennen das NI-Läufe. Ja. Und es hat sich wirklich angefühlt, wie wenn man träumt, man will schnell laufen und der Körper macht es aber einfach nicht. Das, kann man sich das so vorstellen, dass der Kopf noch weiß, wie sich die Bewegung anfühlen soll, aber die Muskulatur es noch nicht umsetzen kann? Genau, also es ist wirklich bemerkenswert. Also der Kopf will einfach schneller als die Beine es können. Und wie gesagt, manchmal träumt man ja, man läuft schnell, aber man kommt irgendwie nicht vom Fleck. Ja. Und so muss man sich das vorstellen. Aber ich muss sagen, also ich bin jetzt schon wieder eine Weile im Training. Ich laufe auch schon wieder Hürden. Und es wird wirklich von Woche zu Woche schneller. Und das motiviert mich natürlich. Also wenn es jetzt stagnieren würde, dann würde ich natürlich auch ins Grübeln kommen und sagen, okay, schaffe ich das bis zu meinem angedachten Ziel, den Olympischen Spielen. Aber es wird wirklich von Woche zu Woche schneller und fühlt sich nach Sprinten wieder an. Und das gibt mir natürlich Selbstvertrauen. Und mein Körper weiß ja die Bewegungen und weiß auch, wie Hürdensprinten geht. Das habe ich nicht verlernt. Aber mir fehlt halt aktuell noch diese extreme Geschwindigkeit. Aber wir haben ja noch Zeit. Ja. Und wie kriegst du das drumherum alles organisiert? Hast du da Unterstützung von deinem Mann, von deiner Familie? Das, weil mit einem kleinen Säugling, mit einem kleinen Baby zu Hause, ist es ja auch nicht alles so einfach zu handeln. Also wir haben extremen Rückhalt von unserer Familie. Also Oma und Opa sind oft da und passen auf. Und mein Mann ist derzeit auch noch beruflich sehr viel unterwegs. Und also unser Zeitmanagement ist schon eng getaktet. Also wir besprechen immer die Woche davor und dann kommen halt Oma und Opa oft vorbei und nehmen uns die Kleine mal ab. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, haben wir es echt gut eingetaktet. Und diese Woche war die Kleine auch das erste Mal mit auf dem Platz. Es waren 25 Grad und da ist mein Mann mitgefahren und wir haben gesagt, okay, wir gucken mal, wie sie so drauf ist auf dem Platz und hat dann ein bisschen zugeguckt und war sie so gelangweilt, dass sie eingeschlafen ist. Aber das erste Mal tat dann an den Füßen oder an den Händen. Genau. Also es ist halt schon irgendwie für, gerade für eine Mama, die halt im Leistungssport ist, also irgendwie was Besonderes für mich, genau. Und du hast ja aus diesem Grund auch ein neues Profil oder ein weiteres Profil auf Instagram, die schnellste Mama oder schnellste Mama. Was ist denn die Idee hinter dem neuen Profil? Also ich habe gerade in der Schwangerschaft, also zu Beginn gemerkt, dass es ist echt schwierig für Frauen, die sportlich aktiv sind, zu wissen in der Schwangerschaft, was kann ich noch tun und was kann ich nicht mehr machen. Und damit möchte ich ein bisschen zeigen, was ist möglich, was kann man in der Schwangerschaft noch an Sport treiben, was sollte man lieber sein lassen. Aber ich möchte auch mit so Themen aufräumen wie Stillen zum Beispiel, was immer so ein extremes Thema unter Frauen ist. Oder wir hatten jetzt, wo schläft unser Baby? Das ist ja auch immer so ein Streitthema zwischen Müttern. Einfach so ein bisschen diskutieren unter Frauen, Tipps, also ich gebe Tipps, aber ich möchte auch, dass die Community ihre Tipps weitergibt und ich möchte natürlich die Leute auf meinem Weg zurück in den Leistungssport mitnehmen, mit Videos aus dem Training und einfach zeigen, dass es möglich ist, trotz Mama sein, alles unter einen Hut zu bekommen und zu sagen, ich gehe trotzdem meine Vision weiter. Und ich habe das Ziel, zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und mein großes Ziel ist auch nochmal München 22 mit nochmal einer Heim-EM, die ich auf jeden Fall gerne miterleben möchte. Und einfach zu zeigen, es ist
es ist möglich, alles hinzubekommen, wenn man nur fest daran glaubt. Ja. Bei dir geht es ja dann tatsächlich um den Leistungssport und mit den Zielen Olympischen Spiele und Heim-EM. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das Profil ist an jede Mutter oder an jede werdende Mama gerichtet. Also dass es gar nicht zwingend um den Leistungssport geht, sondern einfach um den sportlichen Gedanken dahinter. Ja, genau, auf jeden Fall. Also ich möchte mit dem Profil natürlich nicht nur Leistungssportlerinnen ansprechen, sondern eigentlich eine Bandbreite. Also es gibt auch Frauen, die sich selbstständig gemacht haben, vielleicht schon vor der Schwangerschaft oder während der Schwangerschaft sich was aufbauen. Und die möchte ich natürlich auch unterstützen oder unterstützend zeigen, dass es möglich ist, dann trotzdem seine Karriere weiterzuführen in allen Bereichen. Also klar, ich denke da auch zum Beispiel an Lena Gerke, die trotz jetzt Mama sein, ich weiß jetzt nicht, sie hat, glaube ich, kurz vor mir ihre Tochter zur Welt gebracht und modelt trotzdem noch weiter und bringt eine Klamottenkollektion raus und so. Und das ist halt auch schon bemerkenswert. Und ja, so eine starken Mütter müssen einfach anderen Müttern zeigen, es ist möglich. Ihr müsst jetzt nicht alles aufgeben, was ihr davor euch erschaffen habt, sondern definitiv. Das Kind ermöglicht es trotzdem, es weiterzuführen. Und, was wir zu Hause haben, um auch mit zwei Kindern noch Sport machen zu können, ist zum Beispiel so ein Laufbuggy, also so ein Fahrradanhänger, den man noch umbauen kann zum quasi Jogger. Und das ist halt so auch eine Möglichkeit, um Zeit dann zu nutzen, um auch mit Kindern dann Sport zu machen. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten. Genau, wir haben uns das auch schon überlegt, uns so einen Buggy anzuschaffen. Die sind recht recht teuer, aber ich glaube, das lohnt sich wirklich. Definitiv. Genau. Da haben wir schon einige Kilometer mit zurückgelegt und meistens schlafen die Kinder einfach ein. Also genau. Perfekt. Sobald es richtig wackelt, ist ja alles schick. Aber nochmal kurz zurück zu Instagram und den sozialen Medien. Inwieweit spielen die denn für dich als Sportlerin eine Rolle? Also achtet man da viel drauf? Nutzt du das auch über das Profil von der schnellsten Mama? Viel schaust du auch bei anderen mal? Was macht sie im Training? Oder spielt das bei dir ansonsten keine große Rolle? Also ich versuche jetzt nicht ununterbrochen in den sozialen Medien zu sein. Und früher war ich schon öfter, aber ich muss sagen, also mittlerweile als Mama hat man gar nicht so viel Zeit mehr auf Instagram und so abzuhängen, sag ich mal, um ein bisschen rumzugucken. Aber für uns Sportler, klar, spielt es schon auch eine Rolle. Aber ich möchte einfach nur ein bisschen zeigen, wie mein Training abläuft, aber auch nur, wenn ich Lust darauf habe. Also wenn ich jetzt einen Tag mal einfach Social Media sein lasse, dann ist das für mich nicht schlimm. Also ich bin kein Influencer und das möchte ich auch nicht werden, weil das ist halt schon echt, muss ich sagen, anstrengend. Also gerade Videos zu bearbeiten und der Community dann zu gerecht zu werden. Und deswegen, also ist es schon wichtig. Und ich glaube auch für uns Sportler, damit wir einfach nahbarer werden für die andere Bevölkerung und die wissen, okay, das treiben quasi die Sportler. Und aber ansonsten muss ich sagen, halte ich mich recht gut zurück. Okay. Ja. Eine Sache, die mir bei den Recherchen noch aufgefallen ist für die Sendung, ist, dass du mindestens seit 2005 jede Saison aktiv warst, also 15 Jahre ununterbrochen. Auch trotz Verletzungen warst du immer zumindest mal bei Hallenwettkämpfen mit dabei. Im Prinzip 15 Jahre lang Leistungssport auf höchstem Niveau. Ist es da nicht auch manchmal schwer, sich zu motivieren? Weil es sind anderthalb Jahrzehnte, ist schon eine Hausnummer. Nein, also ich klar, weiß, also ich beantworte es ganz klar mit Nein. Also ich bin irgendwie auch jeden Tag im Training motiviert und das haben jetzt mir auch mal meine Trainingspartnerinnen gesagt, dass es echt bemerkenswert ist. Also ich komme dann auch und sage, kommt Mädels, wir machen jetzt noch 3 Minuten Stabi, bevor wir anfangen, und die bedanken sich dann sogar mal und sagen, also klar, Stabi macht keiner gerne, aber die sagen so, ey, danke,
ja, wir wissen, es ist wichtig und wir ziehen das dann gemeinsam durch. Und deswegen, also ich liebe das halt einfach, was ich da mache. Und deswegen ist das für mich auch von der Motivation her eigentlich nie eine Frage. Ja. Und was ist das ganz Spezielle, was du am Leistungssport oder vielleicht auch direkt an den Hürden so liebst? Also am Leistungssport allgemein, also gerade jetzt in den letzten Jahren ist natürlich extrem cool gewesen, wie ich in der Welt rumgekommen bin. Also ich gerade was die Meetings angeht und zum Ende des Sommers immer nach dem Höhepunkt bin ich ja teilweise wirklich vom Flieger direkt wieder zum nächsten Meeting und war dann innerhalb von 3 Tagen in 3 verschiedenen Städten. Das ist natürlich auch so ein Privileg, was man dann irgendwann hat, wenn man wirklich dann quasi in der Weltspitze angekommen ist. Aber ansonsten, klar, dieses Feeling immer vor dem Wettkämpfen, also diese innere Unruhe, die man dann halt schon immer hat vor den Läufen und auch dieser Abend davor, der ist irgendwie auch immer was Besonderes im Hotel. Man hat seine Abläufe und dann trifft man die anderen Sportler. Und im Hürdensprint, ja klar, also wir laufen, also eigentlich ist es ja, ich habe gesagt, es ist eigentlich bekloppt, was wir machen. Also wir laufen maximal auf ein Hindernis zu. Also jeder Normale würde sich abbremsen und versuchen, so hoch wie möglich drüber zu springen. Und wir laufen einfach maximal auf ein Hindernis zu und versuchen es auch noch so flach wie möglich anzugehen. Ist es auch so ein Stück weit Nervenkitzel vielleicht? Auf jeden Fall. Also es ist ja schon immer die Gefahr da, dass man nochmal fällt. Also ich lag auch schon mal auf der Nase. Für meine Karriere, wie lange sie jetzt geht, eigentlich relativ wenig, im Gegensatz zu manch anderen Sportlerinnen oder Sportlern. Aber klar, es ist immer dieser Nervenkitzel, klar. Und das macht ja auch dieses Hürdensprinten immer aus. Also es gab schon Weltmeisterinnen, wo man sagt, das hätte man jetzt nicht gedacht, dass die gewinnt. Oder gerade bei mir jetzt in Peking 2015, ich kam aus dem Halbfinale und wir haben uns eigentlich schon alle auf dem Platz, inklusive meinem Trainer, Betreuerteam, Physios, wir haben uns alle gefreut, dass ich im Finale stehe. Das war eigentlich schon so dieses Ziel, was ich hatte. Und alle haben gesagt, genießt dieses Finale. Und ja, auf einmal werde ich Vize-Weltmeisterin. Ja. Und das ist halt so, dieses Hürdensprint ist immer noch so, trotzdem dieser Nervenkitzel. Die eine kommt nicht durch, die andere macht einen Fehlstart, die eine bleibt an der Hürde hängen und auf einmal sind ganz andere, die in Medaillenrängen sind. Es ist noch mal viel offener als bei einem Flachsprint. Zu Hochzeiten hatte ja im Prinzip keiner eine Chance gegen ihn. Über die 100 und 200, da stand ja im Prinzip vor dem Rennen schon fest, wenn er keinen Fehlstart macht oder sich im Rennen verletzt, dann ist ihm die Goldmedaille sicher. Aber diese Sicherheit hat man ja über die Hürden eigentlich nie. Weil du sprichst es ja an, also klar, Fehlstart gibt es auch beim Flachsprint, aber dann muss man ja auch erstmal sauber über die Hürden kommen. Das macht schon dann, glaube ich, auch nochmal so den Reiz aus und macht das Ganze auch nochmal deutlich, deutlich enger. Also genau, das kann ich eigentlich so unterschreiben, wie du es gesagt hast. Okay. Also wir hatten schon oft Frauen dabei, die wirklich deutlich schnellere Saisonbestleistungen hatten als man selbst. Und die haben einfach dann auch, das ist so auch so ein, ja, ein bisschen so ein Kopfding. Also gerade die Finals, finde ich, haben immer so im Hürdensprint ein bisschen eigene Gesetze. Also da weiß man nie, kann man sich nie sicher sein, wer jetzt wirklich das gewinnt. Es gibt immer so Favoriten, aber derjenige muss dann nicht gewinnen, zwangsläufig. Also das ist halt wirklich, dann bleibt einer an der Hürde hängen und dann ist das Rennen, das ist vorbei einfach. Also dann ist man aus dem Rhythmus. Und ja, die anderen sind dann halt auch da. Hast du bestimmte Routinen, um dich ja so ein bisschen mental auf so ein Finale vorzubereiten? Also ich gehe meistens nochmal, wenn Halbfinale und Finale am selben Tag ist, nochmal kurz zur Physio und entspanne dann einfach
esse eine Banane, das ist auch immer wichtig. Genau, aber ansonsten, ich mache dann meistens noch so einen Dreierrhythmus, aber gehe zum Beispiel nicht mehr in den Startblock. Genau, das mache ich auch nicht. Ich gehe nicht nochmal in den Startblock. Ich mache den Dreierrhythmus aus dem Hochstart. Das ist so ein ganz kurzer, schneller Dreier und gehe nicht nochmal in den Startblock, bevor ich tatsächlich in den Carbon gehe, ja. Wenn du in so ein Rennen reingehst, ziehst du da deine Motivation oder vielleicht auch so ein Stück weit die Anspannung daraus, eine bestimmte Zeit laufen zu wollen, oder nutzt du deine Konkurrenz als Motivation? Also dieser Zweikampf oder Mehrkampf Frau gegen Frau, oder schaust du lieber, dass du eine möglichst schnelle Zeit läufst? Also in den Finals bei EM oder WM ist die Zeit mir eigentlich relativ egal. Also da geht es wirklich nur um Platzierung. Ja. Also es fragt ja keiner, wie bist du Weltmeister geworden mit der Zeit, sondern du bist Weltmeister oder du bist es halt nicht. Da fragt halt keiner, 13:0 bist du gelaufen nur. Das interessiert halt einfach keinen. Ja. Also du warst an dem Tag der Schnellste, beziehungsweise die Schnellste, und hast gewonnen. Aber wenn wir jetzt gerade quasi Richtung Sommer gehen, wie jetzt, ist natürlich die Zeit auch entscheidend. Ich muss jetzt zum Beispiel nochmal eine Bestätigungsnorm laufen für die Olympischen Spiele. Und da ist die Zeit natürlich schon wichtig für mich bei den Wettkämpfen. Stehe ich dann bei den Olympischen Spielen, ist die Zeit eigentlich wieder relativ egal. Hauptsache, sie reicht fürs Halbfinale. Ja. Oder dann fürs Finale. Ja, genau. Und du hast es vorhin auch schon angesprochen, dass auch dir bei deinem Wechsel von Chemnitz nach Leipzig die Trainingslager dann auch ganz andere waren. Sprich, ihr seid in die USA geflogen. Gibt es denn da ein bestimmtes Trainingslager und einen bestimmten Ort, den du besonders schön findest? Also besonders schön, in den USA war ich nur in Claremont. Und da ist jetzt zum Beispiel Gina Lückenkämper. Und ich fand es da immer richtig cool. Die Bedingungen sind da fantastisch. Man hat einen riesengroßen Kraftraum plus den Platz direkt nebenan. Und man trainiert unter top-klimatischen Bedingungen. Also besser kann man es eigentlich nicht haben. Was natürlich auch gute Trainingslager sind in Südafrika mit Stellenbosch. Das ist auch fantastisch. Und wenn man es jetzt mittlerweile, was ich natürlich als Mama dann wieder so sehe, kürzer haben möchte, dann ist Belek für mich. In der Türkei. Genau, in der Türkei ist wirklich, also das ist wirklich eine fantastische Anlage, das die wir da geschaffen haben. Da ist das Hotel im Prinzip um die 400-Meter-Bahn drumherum gebaut. Genau. An einer Seite. Ja, da habe ich schon Bilder gesehen. Da hat man wirklich kurze Wege. Also auf jeden Fall, da hat man kurze Wege, das Essen ist fantastisch. Man hat einen Innenpool, einen Außenpool, ein Kältebad, eine Sauna dabei, aber auch Krafträume. Und also die haben da wirklich, wirklich eine einzigartige Anlage geschaffen. Und da kann man auch sich richtig gut vorbereiten auf große Ereignisse. Du hast es vorhin auch schon mal ein Stück weit angesprochen. Jetzt habe ich die Frage aber trotzdem nochmal, was sind denn so deine Ziele für die kommenden Jahre? Jetzt ist erstmal das Ziel, wieder so schnell wie möglich schnell zu werden. Also wieder konkurrenzfähig zu werden, national wie natürlich auch international. Und dann natürlich im Sommer die Olympischen Spiele. Und das nächste Fernziel ist für mich dann wirklich München mit 22, nochmal so eine Heim-EM. Ich denke da immer an Berlin zurück, und das war eigentlich schon sehr, sehr geil. Also das Finale in Berlin, 80.000 im Stadion. Und das ist halt schon was ganz anderes, wenn man zu Hause läuft, ja, als wenn man in London oder in Rio steht. Was natürlich Olympische Spiele haben natürlich auch wieder eigene Gesetze, aber diese EM in Berlin war schon echt richtig cool. Und auch München ist ja auch wieder ein Multisport-Event mit vielen anderen Sportarten. Also ich glaube, das wird ähnlich wie in Berlin 2018. Ja, also ich denke das auch. Es kann sogar sein, dass es nochmal einen Zacken drauf geht, weil natürlich die Leute jetzt so ein bisschen nach Veranstaltungen suchen, weil wir saßen jetzt alle ein Jahr knapp zu Hause ohne Veranstaltungen. Und vielleicht kann man dann auch wieder Leute, die vielleicht jetzt jahrelang nicht bei der Leichtathletik waren, wieder für Leichtathletik mehr begeistern. Und also ich würde mir wünschen, dass dieses Stadion ausverkauft ist, wenn
Hürdenfinale ist. Ja. Und das ist auch das wahrscheinlich dann das erste große sportliche Ereignis wieder unter hoffentlich normalen Bedingungen. Also ich glaube, da freuen sich sehr, sehr viele drauf. Und da bin ich mir sicher, dass das Hürdenfinale vor ausverkauftem Haus stattfinden wird. Genau, das hoffe ich auch, ja. Dann kommen wir jetzt schon zu den 5 Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste immer, was war dein bisher größter Wettkampf? Also es muss nicht der erfolgreichste gewesen sein, sondern der mit den schönsten Erinnerungen. Boah. Ich hatte sehr, sehr viele. Also Peking ist auf jeden Fall 2015 mit der Silbermedaille bei der WM. Das ist schon ein Rennen, das werde ich nicht vergessen. Aber ich denke auch an Ratingen. Als ich das erste Mal 6.000 Punkte im Siebenkampf gemacht habe, das war auch so ein Highlight-Wettkampf, weil mir das einfach keiner zugetraut hat, dass ich das schaffe. Ja, du hast es ja im Prinzip gesagt, niemand hat mit dir gerechnet und dann hast du da so einen Fund rausgehauen mit den über 6.000 Punkten. Genau, 6.000 Punkte ist, sagt man ja immer, dann wird man im Kreise der Siebenkämpferinnen aufgenommen. Genau. Und du hast auch gesagt, dieses Rennen in Peking wirst du nie vergessen. Was sind denn noch so bestimmte Momente aus dem Finale, die vielleicht wirklich im Gedächtnis hängen geblieben sind? Als es auf der Anzeigetafel kam, dass ich ja Zweite geworden bin, das kann man nicht vergessen. Also es ist eigentlich wie so ein Film, der abläuft. Also so viel kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlich sagen, weil so diese schnellsten Hürdenläufe, das sind immer die Läufe, wo man sich immer überhaupt nicht dran erinnern kann. Aber ich wusste, ich war im Ziel und ich wusste, irgendwie war das jetzt gerade echt schnell. Und ja, das war schon auch ein echtes Highlight. Aber also ich hatte viele, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, welche Wettkämpfe die coolsten waren, weil ich wollte auch immer die Nationalhymne mal nur für mich hören. Und das habe ich in Amsterdam geschafft, bei der EM. Ja, das erste Mal. Also ich habe wirklich sehr viele Wettkämpfe gehabt, die mir gut in Erinnerung sind. Zum Sport gehören ja aber nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so ein Wettkampf, an dem du ein bisschen länger zu knabbern hattest oder der einfach schwierig war? Das war definitiv 2017, Neuwied, da war ein Vierkampf angesetzt und mir tat schon mein Bein ein bisschen weh und ich bin dummerweise gelaufen. Mein Trainer hat mir davon abgeraten, aber ich dachte, ach, das passt schon irgendwie und mit dem Lauf habe ich für mich quasi ein halbes Jahr aus dem Rennen geschossen. Habe mir den Ischiasnerv eingeklemmt gehabt und der hat sich dann extrem entzündet und ich durfte ja erstmal 3 Monate pausieren, um dann wieder so langsam einzusteigen. Genau, das war so wirklich dumm von mir, kann man nicht anders sagen. Aber dann, als du zurück im Training warst, was waren denn da oder was sind vielleicht auch bestimmte Trainingsinhalte, auf die du dich ganz besonders freust? Also ich freue mich immer auf Tempoläufe, obwohl sie anstrengend sind. Und also allgemein auf dieses Aufbautraining habe ich schon irgendwie immer Bock, obwohl man genau weiß, ich habe nächsten Tag Muskelkater und mir geht es jetzt in den nächsten Wochen körperlich dann nicht so gut. Aber irgendwie macht es ja trotzdem Spaß, sonst würde man es ja nicht machen. Hast du so bestimmte Tempoläufe im Kopf, bei denen im Training schon ein bisschen Wettkampffeeling aufkommt? Also gerade mit Lucy Kinas sind Tempoläufe immer Wettkampf, weil sie prinzipiell immer zu schnell läuft. also wir laufen dann meistens so Pyramiden, 300, 200, 150, 100. Und da fordert mich Lucy schon immer ganz schön gut, muss ich sagen. Ja. Aber das macht dann wahrscheinlich auch so ein Stück weit den Reiz von der Trainingsgruppe aus oder dem gemeinsamen Training mit Lucy. Ja, auf jeden Fall. Also wir pushen uns dann gegenseitig und sie freut sich natürlich, wenn ich am Boden liege, aber es gibt dann wiederum andere Einheiten, wo ich mich dann freue, dass es jemand schlecht geht. Genau, ne, wir ergänzen uns da echt gut und sie hat mir auch jetzt mal gesagt, sie ist echt extrem froh, dass ich jetzt wieder mit dabei bin und genau. Aber gibt es auf der anderen Seite auch Trainingsinhalte, von denen du auch weißt, okay, die sind wichtig dafür, dass ich meine Leistung steigere, aber ich bräuchte sie jetzt nicht unbedingt? So längere Läufe, so ab 600 Meter, die sind jetzt nicht so meine Favorites, aber ich mache sie. Also gerade wir haben jetzt über Ostern noch einen Dauerlauf auf dem Trainingsplan stehen und den macht man halt einfach,
weil er halt auf dem Trainingsplan steht. Wie lang ist bei dir ein Dauerlauf? 30 bis 40 Minuten. Okay. Dann 5er, 6er Schnitt, sowas dann wahrscheinlich. Genau, irgendwie sowas in der Drehe. Pegelt man sich dann ein und läuft das dann einfach runter. Und am Ende ist man aber froh, dass man es gemacht hat. Dann kommen wir jetzt schon zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Immer dranbleiben und immer an sich selbst glauben. Dann kann man alles erreichen. Cindy, vielen Dank für dieses Interview. Danke auch. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.